Hallo, liebe Freunde der Bielefelder Osterkrippe. Schön, dass ihr noch einmal dabei seid. Dies ist sozusagen ein Bonusteil, der unter dem Titel steht: Vergessen, verleugnet, verschnitten. Warum sind wir zu diesem Titel gekommen? Tja, den Hahn, den habe ich vergessen, denn unsere Osterkrippe ist fast vollständig in der Kirche aufgebaut und wir hoffen, dass doch in den nächsten Wochen es wieder möglich ist, richtig live Gottesdienst in der Kirche zu feiern und die Osterkrippe zu sehen, samt den Hahn, den ich vergessen habe. Der kommt aber noch dazu, keine Sorge. Ich habe mich gefragt, ob das ein Zufall war, Dummheit, oder ob jemand anders sich dabei etwas gedacht hat. Denn der Hahn erinnerte mich an etwas, was wir verschnitten oder weggeschnitten haben. Das war in der Folge Jesus verkauft und verraten. Dort hatten wir einen Schluss, wo wir noch einmal in einem Dialog, der Johannes und ich, nachgedacht haben, warum man überhaupt andere Menschen verrät oder nichts von ihnen mehr richtig wissen will, obwohl sie Freunde sind. Das Video wäre sehr lang geworden mit diesem Schluss, aber einige haben gewusst, dass wir so einen Schluss haben und die haben gesagt, bitte, bringt doch auch noch diesen Schluss und das werden wir auch in diesem Video tun. Das andere ist, wir haben auch verschiedene Fragen bekommen, meist über E-Mail oder über WhatsApp. Und in einer Folge, es war die dritte Folge, dort hatten Johannes und ich kurz Greenscreen angesprochen. Und einige haben gefragt, was ist das? Warum habt ihr das nicht erklärt? Das tue ich jetzt ganz kurz. Also, Greenscreen ist eine ganz tolle Möglichkeit, um Trickaufnahmen zu machen. Ich habe jetzt hier den Hahn dahinter. Und wenn ich ihn jetzt so aufnehme, dann kann ich hinterher in der Bearbeitung am Computer jeden anderen Hintergrund einsetzen. Zum Beispiel eine Wiese, wie wir das auch gemacht haben in dem letzten Video mit den Ostereiern, wo wir ja die Szene mit dem Huhn und dem Schwein hatten. Aber nicht immer ist Greenscreen geeignet, wenn man zum Beispiel eine grüne Wiese hat. Deshalb ist es hilfreich, einen blauen Hintergrund zu haben. Und das hatten wir auch präpariert. Das nennt man denn Blue Screen. Ich zeige gleich auch nochmal, wie wir das gemacht haben in einer besonderen Szene. Was erwartet euch noch? Also, neben dieser Erklärung, Blue Screen gemacht haben, noch einmal ein, zwei kurze Ausschnitte aus dem Video, wo es um Verkauf und Verraten ging. Und dann kommt der Schlussdialog. Ich wünsche euch viel Freude beim Zuschauen. Also, nun kommen wir zur Erklärung von Green oder Blue Screen. Ihr seht hier, ich benutze einen Apple-Computer und das Programm iMovie. Das ist ein Schnittprogramm für Filme. Bei Windows gibt es ähnliche Dinge, mit denen man Ähnliches tun kann. Also ich rufe das Programm auf. Ihr seht hier die Szenen für die Folge mit den Ostereiern. Ich nehme dann zunächst das Foto von der Wiese, setze die hier unten hin. Darüber lege ich dann die Blue Screen Aufnahme mit dem Schwein und dem Huhn. Und dann klicke ich die Fläche an, wo man eben schneiden oder diese Bearbeitungsszene machen kann. Und ihr seht da mehrere Möglichkeiten und ich entscheide mich für Blue und Green Screen. Drücke drauf und jetzt seht ihr, sind die Szenen miteinander vereinigt und verbunden und ich habe einen neuen Hintergrund bekommen. Ich hoffe, diese Erklärung war für euch interessant und hilfreich. Warum hast du mich verraten? Wie konntest du so etwas tun? Ich hatte Angst, es würde mir genauso ergehen. Aber da hätte ich einen Freund gebraucht. Ich kann dir nicht mehr vertrauen. Kann ich jemandem, der mich verraten hat, jemals wieder vertrauen? Das ist aber ganz schön heftig, was Christoph da aufgenommen hat.
Finde ich auch, aber es passt gut zum Thema, ne? Ja, das Thema Verrat. Ja, Jesus, der verraten und verkauft wurde, ne? Von Petrus und Judas. Ja, von Judas verraten und verkauft, und Petrus wollte ihn dann nicht mehr kennen. Die Verleugnung. Ne? Ja, die Verleugnung. Ja, das stimmt. Wie passiert sowas eigentlich? Wie kommt man da hin? Ja, das ist eine spannende Frage, und ich will auch versuchen, mal am Ende des Videos zusammen mit dir eine Antwort zu finden darauf. Ja, Johannes, stopp mit dem Ball. Stopp? Ja, du hast mich auf die Idee gebracht. Ich weiß jetzt, wie wir das klären, warum man verrät und vielleicht auch jemanden verleugnet. Aha. Ich erzähle dir mal eine Geschichte, die ich früher erlebt habe. Okay. Ja, Johannes, du hast jetzt den Ball, ne? Ja, und du ein schönes Auto. Ja, und das Verrückte ist, der Ball und das Auto hängen zusammen, und dann kommt noch das Messer ins Spiel. Das Messer? Das ist aber eine eigenartige Kombination. Ja, ich habe mal als Kind jemanden praktisch ans Messer geliefert. Oh, okay. Und auch verraten, kann man sagen. Ja. Das ist ja, klingt erstmal, verraten klingt ja immer erstmal so ein bisschen negativ, kommt aber immer auf die Geschichte an, wie ich finde. Ja, also, wir fangen mit dem Ball an. Das ist nicht mehr der neueste, nicht ganz schön, aber heute kann sich fast jeder einen Fußball leisten. Ja. Und als ich klein war, also so ungefähr 6-7 Jahre alt, war das anders. Ja, das glaube ich. Ja, da warst du noch nicht auf der Welt, ne? Nee, aber als ich 6 oder 7 Jahre alt war, konnte ich mir auch nicht immer einen Fußball leisten, wenn meiner gerade kaputt gegangen war. Genau. Und damals, ich glaube, das war kurz nach der Weltmeisterschaft in England. Ah, 66? 66. Deutschland war Vize-Weltmeister geworden. Und nach dem Wembley-Tor? Ja. Und wir wollten es alle besser machen. Und mein bester Freund damals, Thomas, der hat den Lederball. Und ein wenig waren wir natürlich alle neidisch. Und immer nur so mit Plastikbällen spielen, hat keinen Spaß gemacht. Ja, das kenne ich auch noch. Ja, immer den Ball. Eines Tages ist es passiert, wir haben meist so, das war in den Ferien, vormittags gespielt, aber Thomas musste weg, ja, zum Zahnarzt. Wir haben gefragt, dürfen wir den Ball behalten, um weiter zu spielen. Ja, und so nach einer Zeit kam ein anderer Junge und sagte, schon blöd, dass Thomas so einen Ball hat und wir nicht. Ja, aber wir können damit spielen. Und dann sagte er, du hast doch ein Messer dabei. Ich hatte damals immer schon ein Taschenmesser dabei, ja. Ich dachte, hol doch mal das Messer raus. Habe ich auch rausgeholt, ne? Sagt er, mach mal auf. Sagt er, stech doch mal rein. Nee, habe ich gesagt, geht nicht, das ist der Ball von meinem besten Freund. Doch, sagt er. Warum? Na, dann hat er auch keinen mehr. Und? Sagt er, kriegst du auch eine Belohnung. Eigenartig, aber ja. Weißt du, was die Belohnung war? Das Modellauto oder ein echter Jaguar? Echter Jaguar nicht, sondern das Jaguar-Auto. Aber auch noch nicht mal richtig geschenkt. Sondern er sagt, darfst am ganzen Nachmittag damit spielen. Aha, dafür, dass du den Ball ganz kaputt gemacht hast. Ja. Das ist eine eigenartige Kombination. Ja. Es ist eigenartig, aber ich habe es getan. Ich habe reingestochen. War auch am Anfang ganz toll, aber dann kam das schlechte Gewissen. Das glaube ich. Und ich kann aufgrund dieser Geschichte ein wenig verstehen, warum vielleicht Judas Jesus verraten hat und auch Petrus dann später auch nicht zu Jesus gehören wollte. Warum kannst du das verstehen? Aus zwei Gründen. Einmal, ich habe eigentlich den Ball nicht kaputt gemacht.
weil ich mit dem Jaguar spielen wollte, auch schon. Ne? Das ist ein Reiz, aber das ist wie 30 Silberlinge, das war auch nicht so viel Geld. Irgendwie konnte ich mich auch dem anderen Jungen nicht entziehen. Das war ja auch eine Art Freund. Ne? Ja, ich verstehe. Ja. Man will irgendwie dazugehören. Das ist so ein bisschen die Sache wie Petrus, als er gefragt wird, ist Jesus dein Freund? Und er sagt im Grunde genommen nein. Das habe ich im Grunde genommen auch gesagt. Und dann ist immer etwas Unerklärliches. In der Bibel wird auch gesagt, dass der Satan oder der Teufel in Judas fuhr. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Aber der Teufel, der steht für das Böse, was man manchmal nicht erklären kann. Das kommt über uns. Ja. Das kommt über uns. Und wie werden wir damit fertig, mit dem Bösen, was wir gemacht haben? Ich denke, und das ist eine spätere Geschichte, es so zu tun, wie Petrus es dann gemacht hat. Der es bereut hat, der dann auch wieder zu Jesus gekommen ist und Vergebung erfahren hat. Und das ist auch der große Grund oder der entscheidende Grund, warum Jesus ans Kreuz gegangen ist, weil er eben für all das, was wir falsch machen, auch wenn wir andere verraten oder sie nicht kennen wollen, wenn wir selbst unseren Freunden oder unseren Eltern oder unseren Geschwistern Böses tun, wenn uns das leid tut und wir Gott und Jesus um Vergebung bitten und uns auch bei dem anderen entschuldigen, dann soll uns vergeben werden. Und dafür garantiert das, was Jesus am Kreuz getan hat. Ja, stimmt. Ja, jetzt könnt ihr sehen, der Hahn ist wieder an der richtigen Stelle. Er ist zurückgekehrt, er ist nicht mehr vergessen. Also, nochmal alles Gute und Gottes Segen.